Frauen und Männer sind gleichgestellt und alle Religionen sind gleich viel wert. Plakate mit solchen Aussagen sollen prominent in ganz Winterthur aufgehängt werden. Zumindest, wenn es nach dem Verein Freidenker geht. Das einzige Problem, das Geld für die Aktion fehlt. Nicole Zintschip berichtet. Noch 10 Tage und dann sollen die 11.111 Franken Spendegelder zusammen sein für die Plakatkampagne. Bis jetzt hat der Verein Freidenker aber nur 4.800 Franken gesammelt. Silvia Zollinger zweifelt aber nicht daran, dass die Bevölkerung nicht für Wert zahlen möchte. Die sind schon bereit, für ihre Werte zu zahlen und einzustehen. Aber es ist nicht so bekannt. Wir sind eine kleine Vereinigung. Und ich denke, man muss es den Leuten wie auch bewusst machen, dass man sich für die muss einsetzen, für die Werte. Weil bis jetzt war es einfach immer selbstverständlich gewesen. Teletop hat in einer Blitzumfrage das Winterthur von der Bevölkerung wissen, ob sie für so ein Plakat spenden würde. Die Meinungen gehen auseinander. Das Problem ist, dass ich nicht an Plakatkampagnen glaube, an die Wirksamkeit davon. Ich denke eher nein. Es gefällt mir und ich bin total mit Egalität und mit Freiheit. Und Religion spielt keine Rolle, egal was. Wir müssen mit Liebe leben, alle zusammen. Ob es dann gelesen und angeschaut werden, ist die zweite Frage. Also ich bin nicht so Fan von so Plakaten, es hat so viel überall rum. Man schaut es weniger an. Ich finde es eigentlich eine gute Sache. Es zeigt, eben jeder ist gleichgestellt und nicht einer ist besser oder mehr wert. Daher würde ich eigentlich das schon unterstützen. Der Verein Freidenker ist zuversichtlich, dass auch wenn der erhoffte Betrag nicht standkommt, die Plakate trotzdem aufgehängt werden können. Wenn wir den Betrag nicht erreichen sollten, den wir anstreben, dann werden wir auch noch auf die Hilfe zählen von der Schweizerischen Freidenkervereinigung. Rund 100 solche Plakate sollen an prominenten Standorten Winterthur aufgehängt werden, schreibt der Landbot. Mit der Kampagne möchte der Verein gegen Radikalisierungen reagieren und die Werte unserer Gesellschaft verteidigen.